Herzlich willkommen, Leute, zu einem Video zu dem Spiel Death Garden Blood Harvest, welches nichts anderes ist als das Spiel Death Garden, was wir bereits kennen, nur mit einem komplett Remake-Überarbeitungssystem. Und das hat es auch ziemlich gut gemacht. Deswegen freue ich mich, noch einmal in Death Garden reinzuschauen und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich momentan an dem Game, denn die neuen Änderungen sind auf jeden Fall um einiges besser und runder als das, was wir beim letzten Mal hatten. Es spielen immer noch 5 gegen 1, also 5 Scavenger Runner gegen einen Hunter. Und jetzt ist es aber so, wir müssen einfach nur Blut sammeln, um den Ausgang zu öffnen. Das Blut kannst du ein bisschen vergleichen mit den Generatoren aus Dead by Daylight. Es ist ja von den DBD-Machern. Und das Ganze kommt dem jetzt auch näher. Es ist auch wesentlich düsterer geworden. Das Spiel ist richtig scuffed, ja. Und jeder Scavenger hat auch andere Abilities. Ich habe einen Charakter, der eine Illu hat. Dafür muss ich nur ein klein bisschen Munition erstmal sammeln. Es gibt 3 unterschiedliche Kisten. Health Packs, Muni Packs und Ausdauer Packs. Das ist eine Ausdauerrüstung, die hätte ich auch gerne, damit ich die direkt nutzen kann. Denn ab jetzt kann ich erst meine Ability nutzen. So, das ist bei mir ein Klon, den ich losschicken kann. Und das sind die Blutsäulen, die man einsammeln muss. 10-mal Blut kannst du tragen. 5-mal Blut kommt aus einer Säule. Und die musst du dann bei den Punkten A, B oder C abgeben. Wenn du hier hingerichtet wirst, also wenn du down gehst und dann exekutiert wirst, dann ist das Spiel vorbei für dich. Also die Runden sind wesentlich schneller. Es ist eine ganz, ganz schnelle Version von DBD, wenn du es so möchtest. Da unten ist der Hunter gerade. Ich schick mal da eine Illu hin. Vielleicht sieht er die. Oh, aus dem Radius willst du einen. Ah, den kann man runterschießen. Das ist ein kompletter Scan. Da kommt er schon. Er wird sich jetzt den Nacho-Tag schnappen und dann ist er auch vorbei. Ich versuche noch eine Illu reinzusetzen. In der Hoffnung. Oh, fuck. Das war gutes Movement. Jetzt habe ich keine Illus mehr. Deswegen schnappe ich mir fix neue hier. Die brauche ich leider, sorry. So. Und hier in der Säule könnten wir es halt abgeben, aber die bekämpft er gerade. Deswegen gehe ich einfach zu A. Das geht nämlich auch. Du kannst mehrere Säulen haben, wo du das Blut wieder abgibst, was du findest. Und deswegen erstmal rüber. Also, wie gesagt, Munition. Zack, für die normalen Pfeile. Ausdauer, also Ausrüstung für deine Special Ability und die Blutsäulen natürlich für die Ressource. Oben ist der Balken, bei 125 wird der Ausgang sich öffnen und wer down ist und exekutiert wird, der ist halt einfach raus. Ja. So, wir geben das Blut jetzt hier erstmal ab. Das sind schöne 10 Stacks von mir. Und ja, wirst auch mit Sachen, also Ressourcen belohnt, die du dann für Cosmetics oder Fähigkeiten ausgeben kannst. Denn du kannst deinen Charakter ein bisschen skillen. Wie gesagt, jeder Scavenger hat andere Abilities und meiner hat halt diese Illu, die ich noch ein bisschen üben muss einzusetzen. So, ich höre ihn schon wieder. Ich weiß nur nicht genau wo. Muss die Richtung sein. Ich versuche auch immer direkt 10 abzugeben. Da hab ich einfach mal Glück gehabt, dass er da Fokus war. Der ist ja genau an mir vorbeigerannt. So, dann gehen wir. Oh, wir haben wieder eine Dingens. Wir haben eine Drohne in der Luft bei C. Damit würden wir gescannt werden. Deswegen machen wir die erstmal weg. Ja, das weiß er jetzt natürlich auch. Gar nicht gut. So, die Dinger regenerieren sich wieder. Die Tower, die ersetzt, ist wahrscheinlich die Ability des Hunters. So, jetzt wieder Blut sammeln. Und ja, das ist noch ganz wichtig eigentlich. Auch wieder meine Ability. Und ja, dann versuchen wir mal hier rauszukommen. Wie gesagt, es kann sehr, sehr schnell enden und ich finde es eigentlich echt gut. Es hat einen guten Flow. Man kann Private Games machen. Oh, wir haben eine goldene Kiste. Ja, kurzzeitig. Wir haben jetzt gerade unendlich Ammo und Stuff. Deswegen kann man eigentlich mal... Nur hier... Versuch ihn halt. Komm schon, der muss gut, der sitzt gut. So, Fluchtunterstützung. Da. Deine ist jetzt down gegangen, ja? Das heißt, von dem werden wir jetzt gleich auch nichts mehr hören. Oh.
Das da muss weg, Kollege. Einer ist halt leider down. Und wer down ist, wird exekutiert. Wir sind auch nur noch zu viert. Halt du die Drohne unten. Schieß die Drohne bitte ab, Kollege. Hat er nicht. Dankeschön. Go, go. Keine Angst. Das war der Plan eigentlich, gerade auch bei dir. Halt die Drohne unten. Hopp. Da müssen wir hoch. Okay, 25, 26 Blutdinger noch. Hier war nur eins noch drin, ne? Das regeneriert gerade wieder. Wo ist er? Wir sind immer noch zu vier. Das müssten wir diesmal eigentlich schaffen. Hier war auch nur eins drin, ne? Naja, okay. Kleinvieh macht auch Mist, sag ich immer. Drohne killt mich. Das war's. Boah. Da hinten ist er. Da kommt er sogar. So, wir haben die 125 Blut. Jetzt ist er leider sauer. Nichts mehr zum Ablenken, nichts mehr zum Stunnen, zum Blenden. Und wir sind raus. Huh. So, Hunter in der Nähe hat gut Points gemacht. Also, da ist so ein bisschen abhängig davon, was du halt gemacht hattest. Was hatten wir? Wir hatten ein bisschen auf die Drohnen geschossen. Wir hatten Teaminteraktion. Wir haben ein paar Ressourcen gesammelt. Ja, nicht die meisten, aber okay. Wir waren oft in der Nähe des Hunters. Ja, Finale sowieso geschafft. Also escaped und EP bekommen. Das ist sozusagen jetzt gerade das Spiel. Und ich finde, das macht eine ganze Menge Spaß. Natürlich suchen wir noch eine neue Runde. So, die Bluternte beginnt. Wir sind im zweiten Run. Der Garden wird gerade generiert. Ist ja immer so ein klein bisschen random. Ist so ein bisschen wie bei Darwin, dass die einzelnen Bereiche oder Felder halt random zusammengesetzt werden. Und los geht's. Erstmal am Anfang wieder ein bisschen markieren für alle. Einmal Muni und einmal Ausrüstung sammeln ist sowieso ganz praktisch. Der Hunter betritt die Arena. So, tak, 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 das ist normale Muni. Und damit sind wir wenigstens einmal wieder ready. Haben sie das Blut eingesammelt? Er scheint schneller zu sein. Könnte sein, dass er uns nass macht. Ich möchte nicht sagen, aber das war der Outplay of the Day. Ich habe meine Illu dahingestellt. Bin dann nach da den Obelisk hochgeklettert. Boah, und mich dann in der Wand versteckt. Das war mega gut. So, Blut konnte ich leider nicht abgeben. So, kurz einmal looten. Haben wir noch eine andere Säule?
Da hinten wäre noch bei A. Ich würde gerne wissen, wo gerade Action ist. Ein paar Pfeile nehmen wir damit, komme ich auf 18. Ich höre zumindest wen schießen. Oh, ich glaube, der macht uns nass. Leute, ich bin der Erste, der abgegeben hat. Ich glaube, ich habe hier einfach nicht das smarteste Team, aber egal wie die Runde endet, zur Not hänge ich noch eine dran. Das wollte ich, euch da, den Move müsst ihr ja sehen. Der Outplay war ja insane. Die 10 Punkte, die unser Team hat, kommen von mir. Grüße gehen raus von meinem Squad. Ja, und jetzt sind wir nur noch zu dritt. Und das wird ein Stück Arbeit, wenn wir da überhaupt eine Chance haben. Weil wir werden halt gleich gehuntet, ne? Vor allem, wenn er dann nur noch Drohnen haben sollte. Und es ist der Dude mit dem Jetpack. Der ist halt auch sehr mobil. Da ist er. Ja, okay. Der macht das Ding. Der macht den Sack zu. Er steht am Obelisk. Wir sind halt in der Tower. Ganz schlecht mit dem Tower. So, mit retten ist leider nichts. Komm schon, Kumpel, renn. Ganz schlecht. Ich kann abhauen, wenn nur noch einer lebt. Er sieht mich aber. Boah! Alter, okay, wenn nur noch ein Hunter lebt, darf ich ab. Wenn nur noch ein Scavenger lebt, darf ich abhauen. Okay, okay. Dann ist das ja gar nicht so bad. Leute, neue Runde, neues Glück. So, und willkommen zurück zu Runde 3. Kann ich noch das Equipment zeigen? Ah, hier könnte ich einen Charakter noch sehen. Es gibt noch Ink, Sawbones, Ghost und Fog, den die anderen gerade alle spielen. Und wie gesagt, dafür gibt es dann später wahrscheinlich auch noch Cosmetics. Just in diesem Moment, wie gesagt, finde ich das Spiel sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt. Würde mich selber einen Support freuen. Und ja, ich hätte da Bock, auch noch ein bisschen was zu machen. Also, mir gefällt's. Gerade jetzt am Anfang ist er ja noch nicht da, deswegen. Das ist auch perfekt gerade für mich. 16 Pfeile und alle meine Abilities. Der Hunter hat den Death Garden betreten. Ich habe ihn gerade gehört, oder? Ich höre ihn, ja. Nicht gesehen. Wieder Blut einheimsen. Diesmal versuche ich wieder auf den 10er Stack zu kommen. Wir sind insgesamt schon bei 10, das ist ganz gut. Und zurück zur Abgabe.
sind gerade eh alle beschäftigt, von daher ganz praktisch für mich. Kann ich ein bisschen Blut sammeln. Ist halt richtig Scuff, das Spiel, ne? Aber finde ich eigentlich ganz gut. Und also der neue Look gefällt mir wesentlich besser. Ja, man exekutiert die natürlich direkt. Ganz schlecht, ganz schlecht. Das abhauen kann ich in dem Spiel. Ich werde nichts sagen. Aber man nennt mich Mr. Smarty Pants. Was brauche ich eigentlich? Komme ich da noch? Oh, das wird riskant. Ja. LOL! Wäre ich auch, ja. Wenn ich so outplayed worden wäre, wäre ich auch geliebt, glaube ich. Puh, ich denke aber, wir haben ein paar zusammenbekommen, oder? Waren geile Escapes dabei. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Wirklich, ich bin echt gespannt auf euer Feedback. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Gerne Like da. Bis dann, macht's gut. Ciao.